Willkommen zurück zu Edna bricht aus, Leute. Ja, es geht weiter hier im Rätselspiel. Und wir wollten zuletzt versuchen, Kleiderbügel Nummer 1 zu bekommen. Jetzt ist es aber leider so, dass ich einen Spoiler bekommen habe. Und das ist immer ein bisschen schade, weil ich glaube, das ist so das Blödste, was einem Let's Play sowieso immer passieren kann, wenn Zuschauer leider Spoiler reinschmeißen, vor allem bei Spielen, wo ja gekennzeichnet ist, dass man es auch blind spielt. Tipps sind immer schön, Spoiler sind doof. Da kommt der nächste Ausgang. Ich frage mich jetzt erstmal, genau, wenn jetzt der eine kommt. Nee, wir sind wieder hier. Wir könnten doch irgendwas Weiches reinschmeißen. Kann man die Säcke vielleicht nehmen? Ich trage doch schon Wäsche. Weil die wären ja eine gute, weiche Polsterung. Eigentlich ein Topflappen wäre ein bisschen wenig, ne? Kann man das nehmen? Ich trage doch... Kann man denn was anderes Weiches nehmen? Vielleicht die Decken aus dem anderen Zimmer? Da waren ja sonst auch nur Badezimmer hier, glaube ich. Weiß ich nicht, was hat man denn mal Weiches, was man da reinschmeißen kann? Können wir noch was mitnehmen? Naja, jedenfalls weiß ich jetzt durch den Spoiler leider... Oh, das muss ich euch jetzt leider ausspoilern. Dass man den Typen hier im Wäschelift, den Herrn Mantel mit Ketchup, bekleckern darf. Und dann kriegt man wahrscheinlich den Kleiderbügel. Aber das mache ich jetzt mal eben noch nicht, weil ich erstmal gucke, ob wir was Weiches haben, was wir ja da hinschmeißen können auf den Boden. Die hintere Tür kann man irgendwie nicht nehmen, ne? Ist bei denen da hinten noch was gewesen? Also können wir hier eine Decke oder so nehmen? Oder wollen die sich da hinschmeißen und dann fallen wir auf die drauf? Red mal mit denen. Edna, geh doch mal dahin. Hallo, Hoti. Hallo, Moti. Hallo. Hallo, Edna. Hoti und Moti, okay, bis später. Bis später. Hau rein und grüß. Vielleicht die Decke? Kann man die Decke nehmen? Ich habe leider meine Zwillingskarre nicht dabei. Weil die liegen ja hier auf der coolen Decke und die wäre ja eine gute Polsterung eigentlich. Kann man denen vielleicht was geben? Vielleicht könnte man die ja auch zum Streiten bringen, fällt mir gerade ein. Wenn die sich streiten, vielleicht wollen die dann gar nicht mehr zusammen sein oder so. Oder wir bekleckern die einfach mal. Braucht ihr etwas Senf? Nein, wir essen nicht mehr im Bett. Wenn man das Laken vollkrümelt, wird es schneller abgezogen, als man Piff sagen kann. Es landet dann im Keller in der Wäscherei. Und dort brauchen sie dann Wochen, um es zu reinigen. Sagtest du Wochen? Genau. Das hier ist das letzte saubere Laken bis zum Winteranfang. Das ist doch die perfekte Idee, ein guter Tipp, dass wir das Laken also kriegen wollen. Und wenn wir das jetzt vollkleckern, dann... Braucht ihr etwas? Nein. Wir essen, wenn man essen. Ja, also wir wollen irgendwie, dass die sich da vollkrümeln. Wie zum Beispiel Cornflakes. Und dazu. Gib den doch mal. Kannst du die nicht. Ich verstehe mal nicht, warum man die Cornflakes nicht benutzen kann. Also sie soll sie nicht selber benutzen, sondern geben. Die krümeln doch so schön. Aber Chips haben wir doch auch. Wir haben doch Chips. Das ist es doch. Chips. Wollt ihr ein paar Kartoffelchips? Nein. Man sollte keine Chips im Bett essen. Die krümeln nur das Laken voll. Und wenn man das Laken ja, voll krümelt, aber ist doch umso besser. Dann und dort sagtest du gehen. Das hier ist das letzte saubere Laken. Bist du ja, wunderbar. Ich möchte dieses saubere Laken haben. Und ich will, dass ihr Chips da esst. Wie wäre es denn mit was zu trinken? Wenn nicht was zu essen, dann vielleicht trinken? Wollt ihr mein leeres Cocktailglas haben? War da etwa Stinkdrink drin? An deiner Stelle wäre ich vorsichtig damit. Es gibt seit neuestem einen Zusatzartikel im Sondermüllgesetz. Darin geht es ausschließlich um leere Stinkdrinkgläser. Die wollen ja sowieso nichts essen und wenn, dann ja wohl eher die Chips. Wie bringe ich die denn mal dazu? Hast du Hunger, Harvey? Irgendwie nicht. Es fühlt sich so... Ja. Die extra krümeligen. Die extra krümeligen. Und die sollen die Chips essen, weil die krümelig sind. Und die wollen das Bett ja nicht voll krümeln. Wie kriege ich die denn jetzt mal dazu? Wollt ihr ein paar... Nein, man soll... Die krümeln. Na, und la, 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 la. Es landet dann im... Und dort brauchen... Ja, 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 ja. Das hier ist das...
Oder ich muss in den Wäschekeller, weil da das Laken ist. Und genau andersrum gedacht, dass wir das Laken nicht brauchen, um es hinzuschmeißen, um weich zu landen, sondern der Tipp, hey, geh doch mal in den Wäschekeller, weil da findest du ein Laken für was auch immer, für was wir es brauchen. Trotzdem ist es so das Einzige, was mir einfällt, weil das Laken ist das einzig Weiche, was wir gerade haben. Leute, ihr müsst was essen. Wollt ihr die Gabel haben? Nein, wir essen nicht mit. Wenn man ja, essen, ja. Das müssen die denn immer alles wiederholen? Wie kommt ihr ohne den Wäschelift in dieses Stockwerk? Kommen wir nicht. Wir haben uns nur heute Morgen vor dem Frühstück abgesagt. Wir haben uns beim Zähneputzen hinterm Spülkasten versteckt. Dem neuen Wächter fehlt einfach der Überblick über die Patienten. Ach so, aha. So ist das also, mhm. Wollt ihr einen abgerissenen Telefonhörer? Kein Interesse. Wir haben auch so schon reichlich wenig Draht zur Außenwelt. Ah ja, okay. Comicheft? Wollt ihr einen Comic lesen? Lieber nicht. Wir kriegen uns immer beim Umblättern in die Wolle. Aha. Ist doch schön. Dann kriegt euch mal in die Wolle. Braucht ihr einen Kochtopf? Nein. Wir essen, nee, der Bär essen im Bett. Es gehen. Das hier. Möchtet ihr meine Topflappen haben? Nein. Nein. Da seid ihr euch ja sehr einig. Siamesische Zwillinge sind sich immer einig. Und sie benutzen niemals Topflappen. Das liegt in der Natur der Sache. In Siam isst man nämlich Sushi. Und Sushi isst man roh. Das erklärt die Topflappen, aber nicht die Einigkeit. Wir waren ja noch nicht fertig. Also? Sushi isst man roh. Und von rohem Fisch bekommt man Kommunismus. Ist doch logisch. Ja, total logisch. Soll ich den jetzt Sushi machen? Wollt ihr die Cocktailkarte sehen? Nein, danke. Da steht ja sowieso nur Stinktrink drauf. Und dann ist der Weg zur nächsten Kloschüssel einfach kürzer. Wollen die jetzt doch noch einen Stinkdrink haben? Muss ich jetzt... Was da... Wollten... Würden die überhaupt einen trinken? Wollt ihr mein leeres Kopf... War der... An deiner Stelle... Es gibt seit Neues... Darin... Keine Ahnung, ob die den trinken würden. Wahrscheinlich nicht. Muss ich mir also was anderes einfallen lassen. Was kann ich denen denn noch anbieten? Hier spricht die Polizei. Lösen Sie sofort diese Versammlung auf. Netter Versuch. Aber wir sind untrennbar miteinander verwachsen. Es gibt kein Versammlungsverbot für siamesische Zwillinge. Mhm. Wollt ihr meinen Strohhalm haben? Ist es eine Spezialanfertigung für siamesische Zwillinge? Woran würde ich die erkennen? An der USB-Schnittstelle. Und der digitalen Überdruckanzeige. Oder einfach an den zwei Mundstücken. Ich fürchte, es ist ein schnöder Ein-Mann-Strohhalm. Dann kannst du ihn behalten. Okay, aber wir sollen den jetzt nicht noch bearbeiten, oder? Ich werde mal die Öffnung vergrößern. Upsi, na das wäre ja fast in die Hose gegangen. So, wollen wir den jetzt haben? Wollt ihr meinen Ist es ein... Woran... An der... Oder... Ich fürchte... Dann kannst... Nee. Also ganz normal. Wir hatten den ja auch schon benutzt, aber was weiß ich? Was sagt Harvey eigentlich zu denen? Was hältst du von den beiden, Harvey? Es fällt mir schwer, sie auseinanderzuhalten. Ja, total. Okay, dann gehen wir mal. Wie kann ich die denn dazu bringen, dass die da im Bett rumkrümeln? Außer, also ja, natürlich mit den Chips, aber wie bringe ich sie dazu, dass sie die Chips auch essen? Schwierig. Dann werden wir es anders machen. Dann werden wir jetzt wirklich den Mantelmann mal bekleckern. Und los geht's. Wenn das denn funktionieren sollte. Und ja. Oh, ist das gemein. Oh, das war gemein. Da kommt der nächste Ausgang. Das ist dann dieser besondere, wo wir ganz schnell irgendwas hinschmeißen müssen. Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Red mal mit dem. Aber Herr Mantel, du bist ja ganz schmutzig. Ja, red mal mit ihm. Da kommt der nächste Ausgang. Nein, du sollst doch nicht raus.
Geh noch mal rein. Man hat immer so wenig Zeit nicht. Wo ist denn Herr Mantel hin? Ah, er ist weg. Okay, warte, dann müssen wir raus. Was sagt eigentlich Poki? Die Berganstalt von Dr. Marcel verfügt über ein Wäscheliftsystem, das die Patienten benutzen, um von einem Ort zum anderen zu gelangen, hinter dem Rücken der Wächter. Das Wäscheliftsystem wird von Herrn Mantel bewohnt. Der wohnt in einem Regenschirm, in einem aufgespannten, den er mit den nötigsten persönlichen Gegenständen wie Zahnbürsten und einem Wecker und so weiter ausgestattet hat. Und Herr Mantel hat so lange das Tageslicht nicht mehr gesehen, dass alle Farbpigmente aus ihm ausgelaufen sind. Der ganze Sachverhalt ist so krud und an den Haaren herbeigezogen, dass ich mich frage, warum mich nie jemand danach gefragt hat, was das überhaupt alles für ein Quatsch ist. Das macht da überhaupt keinen Sinn. Ja, wahrscheinlich sind einfach so viele bescheuerte Annahmen getroffen worden von mir hier an dieser Stelle, dass man einfach abschaltet und denkt so, ach egal, jetzt akzeptiere ich das auch noch. Und so kam es nie dazu, dass mich irgendjemand gefragt hat, ob es überhaupt sowas wie Wäscheliftsysteme gibt in alten Häusern. Wahrscheinlich nicht. Aber der Raum ist ein gutes Beispiel dafür, mit wie wenig Animationen man halt Bewegungsillusionen erzeugen kann. Wird tatsächlich nur immer eine Grafik im Hintergrund vorbeigeschoben. Eine nette Sache, die ich noch erzählen kann, ist, dass Jens Andresen, der den Herrn Mantel gesprochen hat, zu den Aufnahmen extra so ein falsches Gebiss mitgebracht hat. Falsche Zähne, damit, weil er mit dem Gebiss halt irgendwie so klang, als hätte er keine Zähne mehr. Tatsächlich hat er also zweimal zwei Zahnsätze im Mund und nicht keine Zähne. Jens hat die Zähne übrigens zu den Aufnahmen von Harveys Neue Augen wieder mitgebracht. Wahrscheinlich hatte er sie 3-4 Jahre lang nicht im Mund. Hoffen wir mal, dass er genügend Corrigatabs hatte. Ich finde den Herr Mantel und die Idee total klasse. Ich find den total lustig. Irgendwie so ein Opa, der hier im Wäschelift wohnt. Da kommt der nächste Ausgang. Ja. Raus mit dir, Edna. Wir müssen aber wieder und rein. Los geht's. Weil wir wollen jetzt mal den Herrn Mantel wieder finden. Wobei, vielleicht war das sogar ein guter Ausgang, wo er war. Oder er ist jetzt im nächsten Bereich. Da kommt der nächste Ausgang. Steht er da jetzt irgendwie? Nee. Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Ja, du musst es irgendwie... Da würde ich mir ja alle Knochen irgendwie brechen. Irgendwie muss das hier weich gemacht werden. Ich weiß nur noch nicht, wie. Vielleicht halt mit dem Laken von den siamesischen Zwillingen. Hallo. Da kommt der nächste Ausgang. Herr Mantel, wo sind Sie denn jetzt? Der ist bestimmt voll sauer jetzt. Vielleicht ist der auch auf Klo. Vielleicht ist er gar nicht hier. Ich glaube, der ist gar nicht hier, ne? Oder? Ich glaube nicht, dass der jetzt hier auf der Geburtstagsparty-Toilette ist. Nee. Ich guck nur mal, ob er hier irgendwo ist, aber ich glaube nicht, dass er hier ist. Ich glaube, wir waren da hinten sogar schon besser dran. Weil da waren die Toiletten, fällt mir jetzt ein. Und das würde ja eigentlich passen, dass er dann da ist. Dass er sich sauber macht, auf dem WC oder so. Und hier, da ist der nervöse Typ immer noch. Hallo? Ja, Fahrkartenkontrolleur. Ja, dann warten wir mal. Der nächste Ausgang ist es ja schon wieder. Da kommt der nächste Ausgang. Prima. So, ist der hier irgendwo? Können wir das hier nehmen? Das ist zu fest eingepackt. Ach, guck mal, jetzt nimmt sie das auch. Das ist zu fest eingepackt. Zu fest eingepackt? Kann man das vielleicht aufmachen? Was? Das gibt's doch nicht. Die Schere hinterlässt nicht mal einen Kratzer. Wenn ich doch nur Benzin für die Kettensäge hätte. Ja, die gute Kettensäge. Was? Die Schere, wenn ich doch nur... Geht auch nicht. Vielleicht hier mit unserem spitzen Ding? Was? Das da lässt... Wenn ich doch nur... Hä? Was? Das, wenn ich doch... Nichts davon geht. Vielleicht mit unserem Messer. Was? Das da... Auch nicht. Was? Das, wenn ich doch... Nichts davon geht. Dann gehen wir mal zu den Toiletten. Nee, hier war das gar nicht, ne? Da ist doch gar nicht. Da ist doch was anderes gewesen. Genau, da war der gruselige Typ. Der gruselige Typ. Wir wollen hier hin. Herr Mantel, wo sind Sie denn? Herr Mantel, der ist doch bestimmt hier irgendwo. Ich dachte, der wäre jetzt hier. Wo ist der denn jetzt hin? Ist der vielleicht drüben bei den anderen? Was komisch ist, dass sie jetzt an die Wäsche geht. Vielleicht sollen wir dem
dem helfen und dann kriegen wir seinen Bügel dafür. Wo ist der denn? Wo ist der Herr Mantel hin? Das gibt's doch nicht. Kann mir das mal jemand sagen, wo der Herr Mantel ist? Ich habe ihn vergrault. Ich habe ihn mit Ketchup bekleckert und jetzt ist er weg. Kann der mir helfen? Hallo, Prinzessin. Hallo, Verrückter. Nee. Ich muss weg. Grüß dich. Der weiß es auch nicht. Ich bin auch gespannt, was Poki dazu sagt, aber ich möchte ja auch im Spiel manchmal vorankommen. Und mach das manchmal dann auch im Nachhinein. Wir hören das uns auf jeden Fall noch an. Wir kommen ja nochmal zu dem Verrückten hin. Der sagt uns das bestimmt noch. Das ist zu fest eingepackt. Wir sollen da ja anscheinend irgendwie auch rankommen. Zu fest eingepackt. Dann sehen. Die Wäscherei hat das gut verpackt? Ja, gut verpackt. Also wir brauchen irgendwie eine richtige Schere oder ein richtiges Messer oder ich weiß auch nicht, wie wir das aufkriegen. Und los geht's. Wir müssen hier irgendwie rauskommen. Wir wollen ja irgendwie den Herrn Mantel noch finden, weil der hat ja den Bügel. Wir müssen ja den Bügel noch irgendwie bekommen. Da kommt der nächste Ausgang. Ist der hier irgendwo? Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Ja, deswegen sollst du auch irgendwas hier ganz schnell hinschmeißen. Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Ich weiß nicht, vielleicht ist der da unten, aber das ist ja auch blöd. Och, ich weiß auch nicht. Da kommt der nächste Ausgang. Vielleicht dann doch erstmal die Polsterung besorgen, als so rum, wie wir es jetzt machen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist der Herr Mantel? Da ist der Generalschlüssel, zumindest die Kopie oder der Original. Ich weiß gar nicht. Machen wir eine Kopie von Kopie oder ist er hier vielleicht und ärgert sich in der Sitzecke? Nein. Das ja, was wir zu der Bar haben wir auch noch nicht gehört von Poki. Hier in diesem Raum sind gleich sehr viele Sachen, die ich eigentlich kommentieren würde, aber ich glaube, das Gelungenste ist hier irgendwie der Dialog mit Peter. Ähnlich wie bei Blase habe ich da einfach beim Schreiben so eine Art Sadismus entwickelt, dass ich halt einfach Spaß dran hatte, halt irgendwie ihm halt noch einen mitzugeben, mit Ednas ganz unschuldigem Angebot, ihn halt aufzumuntern. Und er ist schon depressiv und sitzt da und ihm geht's nicht gut und ist halt selbstmordgefährdet und alles Mögliche. Und sie sagt so, komm, ich heiter dich auf und gleitet halt in jedem Dialogteil, in jedem von vielen Dialogoptionen halt immer wieder in irgendwas rein, wo sie im Endeffekt genau das Gegenteil tut. So. Was einem jetzt einfach überhaupt nichts ausmacht, weil er halt irgendwie depressive Leute kennt, die bleiben halt auch in der Stimmung liegen. Das ist eigentlich fast ein schon für Peter schon fast ein positives Erlebnis. Irgendwo ist es ein freundlicher Umgang mit ihm, glaube ich. Weiß ich nicht. Darüber muss ich nochmal nachdenken. Ich glaube, das sollte ich revidieren. Er zitiert mich damit nicht. Hier. Es war schrecklich. Was hast du mit dem Inhalt gemacht? Hast du ihn etwa getrunken? Natürlich. Ui, kein Problem. Nur nicht in Panik geraten. Weißt du, wie man die Seuchenschutzeinheit der Feuerwehr erreicht? Nein, keine Ahnung. Ja, sagen wir, den ersten Schritt hast du bereits getan. Okay, kriegen wir denn noch so einen? Achso, das Glas ist jetzt weg. Kriegen wir noch so einen? Barmann, ein... Aber natürlich. Ja, dann den Stinkdrink. Was anderes kriegen wir doch nicht. Nicht noch einen. Lieber gehe ich freiwillig in meine Zelle zurück. Ach so, dann ist das Glas jetzt aber weg. Ich hoffe, das brauchen wir dann nicht mehr. Ja. Aber dann weiß ich wenigstens, dass mit dem Glas nichts mehr zu tun ist. Ist auch immer ganz gut. Es ist dann weggefallen und hat sich erledigt. Sozusagen. Ich frage mich, wo Herr Mantel ist. Herr Mantel, wo sind Sie denn nur? Ist er vielleicht in der Telefonecke? Der wird sich sauber machen, deswegen war die naheliegendste Idee eigentlich, dass er im Wäsche im WC-Raum ist, aber ich guck trotzdem mal jetzt überall. Dann brauchen wir natürlich eine Polsterung. Ist er hier vielleicht? Ich glaube nicht. Nee, der ist hier alleine. Tja. Ich frag mich, was der Juppie noch zu sagen hätte eigentlich. Also ist er eher im neuen Bereich, der Herr Mantel, ne? Wo soll er denn sonst sein?
Oder im Klo nochmal genauer gucken auf der Party. Vielleicht ist er ja hier irgendwie... Wenn man das Licht... Ach nee, dann will sie nicht stören. Das Licht können wir ja gar nicht anmachen. Aber da hätte er sein können. Können wir mal mit denen reden? Ich störe die... Nein. Ach ja, Herr Mantel ist weg. Ich hab ihn vergrault. Vielleicht weiß er das, ja? Guten Tag. Die Forscher. Hab ich schon. Was hat denn... Wer hat denn alles eine Karte? Wer hat denn... Es sind viele. Einer hat Herr Mantel. Er hat eine Dauerkarte. Ja. Das heißt, eine weitere Karte hat Professor Nock. Er besucht damit regelmäßig seine peruanischen... Damit sind die peruanischen Bernsteinminen im Erdgeschoss gemeint. Die dritte Karte hat der Alumann. Allerdings spiele ich mit dem Gedanken, sie aus dem Ver... Er benutzt die Karte nicht. Ja, und du sagtest es... Wieso? Ich gehe dann... Dann... Ich will Herrn Mantel finden, damit wir den Bügel kriegen, aber... Anscheinend muss es genau andersrum gehen. Vielleicht müssen wir eine... Da kommt der nächste Ausgang. Wir müssen eine Polsterung irgendwie hinbekommen, glaube ich, damit wir da in diesen Zwischenbereich kommen. Und da ist vielleicht der Herr Mantel dann auch. Und irgendwas sagt mir, dass die Säcke auch ein guter Kram hier wären zum Hinschmeißen. Was? Die Schere hinterlässt, wenn ich doch nur Benzin für die Kette... Was können wir denn mal hier machen? Der Gabel... Das ist zwar Kochwäsche, aber nein. Das wäre eine gute Polsterung. Das ist zu... Fest eingepackt. Sieh mal, Harvey, Wäsche. Sind das lustige Faschingskostüme? Nein, es sind diese unpersönlichen Krankenhausnachthemden. Dann lass uns weitersuchen. Aber die wären guter Kram hier, Manu. Was ist eigentlich aus der guten alten Tradition des Teppichausklopfens geworden? Ein weiteres Opfer des Millennium Bugs. Du bist der Millennium Bug. Millennium Bugs Bunny. Ich möchte das Zeug da runterschmeißen oder so. Nagel? Da liegt er gut. Jetzt ist unser Nagel weg. Das macht zwar Spaß. Wir haben jetzt wieder einen neuen Nagel. Den auch dahin? Da liegt er gut. Jetzt ist der Nagel wieder weg. Muss ich wieder einen knabbern? Ach ja, wäre spitz gewesen. Deswegen dachte ich, ne? So? Was? Das verlässt nicht, wenn ich doch nur Benzin für die... Wie kriegen wir denn dieses Ding auf? Das gibt's doch gar nicht. Mit allen spitzen Gegenständen, die wir haben, kriegen wir es nicht hin. Und wie kriegen wir dann die anderen dazu, sich einen abzuknuspern auf ihrem sauberen Laken? Das... Schwierig. Tja, in diesem Screen ist das, was mir am besten gefällt, eigentlich die Idee mit dem Stromzähler. Ich mach den mal an und überleg währenddessen. Wenn sich den Stromzähler anguckt, bei irgendeiner Reaktion, ich weiß nicht mehr genau, bei welcher, dass sie dann bemerkt, dass halt irgendwie Dr. Marcells Stromrechnung recht hoch sein könnte, weil irgendjemand ständig das Licht anlässt. Und je nachdem, ob das Licht an ist oder aus ist, gibt es unterschiedliche Reaktionen. Und ich glaube, wenn das Licht aus ist, dann geht sie extra nochmal hin und macht das Licht an, damit die Stromrechnung schön hoch wird. Das mochte ich immer. Sowieso irgendwie bescheuert, dass ich quasi in jedem Raum das Licht an- und ausschalten kann. Habe ich das eigentlich gemacht? Nur für das ein Rätsel? Keine Ahnung. Stromrechnung. Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Als würde jemand ständig... Und was hat das mit denen da hinten zu tun? Ja, ich habe währenddessen wieder überlegt, wie wir die dazu kriegen, dass die irgendwie sich vielleicht streiten. Die sollen ja mal vielleicht nicht einer Meinung sein. Vielleicht würden sie dann eher Chips essen. Aber die Zeit ist jetzt leider um. Ich werde trotzdem natürlich weiter überlegen, was wir hier machen können. Und dann hören wir uns den Poki natürlich hier bei den siamesischen Zwillingen dann auch nochmal hier an. Die wollen ja partout nicht aus ihrem Bett. Wahrscheinlich würden sie das Laken hergeben, wenn sie darin krümeln. Essen wollen sie aber nicht. Vielleicht, wenn einer, wie gesagt, eine andere Meinung hätte als der andere. Ist aber auch nur eine Idee. Und ich habe fast alles schon bei denen ausprobiert, was wir im Inventar haben. Von daher, da bin ich gespannt, was die Lösung ist. Wir sehen uns im nächsten Part von Edna bricht aus. Tschüss!